Kutter bei die Fische. Es wurde reichlich geworben und jetzt ist er wieder da. Nach einer längeren Pause liegt der Jugendkutter Onkel Ernst wieder an seinem Stammplatz am Oberndorfer Fähranleger, als schwimmender Begegnungsort. Das 1962 für die Bundesmarine gebaute Boot mit Luggerig ist 8,5 Meter lang, 2,5 Meter breit und hat eine Segelfläche von 33 Quadratmetern. In Zukunft wird der Kutter von Anfang Mai bis Ende September jeden Freitag um 15.30 Uhr vom Oberndorfer Anleger aus auf große Fahrt gehen. Hier in Oberndorf sollen alle an Bord. Kleine, große, junge, alte. Jeder, den es an und auf die Oste zieht, ist eingeladen, für einen zweistündigen Segelturn an Bord zu kommen. Beim Saisonstart am 17. Mai 2024 war ein NDR-Filmteam mit an Bord. Gedreht wurde für einen Film über die Oste, der unter der Rubrik Nordsee-Report am 14. Juli 2024 auf N3 ausgestrahlt werden soll.